Wie können wir uns dagegen wehren? Wie können wir mit dafür sorgen, dass das Europäische Parlament Kontrolle ausübt, Einfluss hat? Zum Beispiel dadurch, dass wir es stärken durch eine hohe Wahlbeteiligung. Alles, was in Gesetze verwandelt wird an Entscheidungen, muss durch das Europäische Parlament oder fast alles. Das Europäische Parlament ist vollgültiger Mitgesetzgeber mit den Mitgliedstaaten. Die Richtungsentscheidungen werden im Europäischen Rat getroffen. Aber die gesetzlichen Regelungen, die daraus folgen, werden nicht in Kraft treten ohne das Europäische Parlament. Die Vorstellung, dass die Entscheidungen auf EU-Ebene und im Europäischen Parlament insbesondere intransparent seien, die ist schlichtweg falsch. Der Eindruck entsteht wahrscheinlich dadurch, dass wir so wenig Anteil nehmen und uns so wenig Mühe geben, dass durch Entscheidungen der EU Regelungen in den Staaten wirksam werden können, die nicht nochmal durch Mehrheiten in den Staaten abgesichert werden, ist eine Tatsache, die gibt es aber auf allen Ebenen von allen Bundesstaaten. Das gibt es auch in Deutschland und niemand findet das skandalös. Es muss so sein, dass nach bestimmten Regeln, die verfassungsmäßig festgelegt sein müssen, denen alle zugestimmt haben, Mehrheitsentscheidungen getroffen werden. Und das Charakteristikum von Mehrheitsentscheidungen ist eben, dass man sich in der Minderheit befinden kann. Anders kann man ein politisches System nicht entscheidungsfähig machen.